So, nun zeige ich euch, wo der Claptrap hier an der Tartarus Station ist, also im Add-on Claptrap's New Robot Revolution. Zuerst einmal folgt diesem Weg. Hier ist dann Patricia Tennis, die euch dann vorgestellt wird. Und das, also diese Statue von ihrer Arbeitskollegin, sagt sie, entsteht halt oder steht hier, sobald ihr alle 150 Claptrap-Teile gefunden habt. Um dann den Claptrap zu finden, müsst ihr hier runter. Also vorne zu den Bahnschienen, zum Bahnhof zuerst. So, dann müsst ihr auch schon mal die Bahnschiene entlang laufen. Und dann hier kurz vor Dividing Falls müsst ihr weggehen, da ist zum Pfeil, zur Treppe, die geht also kurz davor, geht es da runter, geht ihr hier runter, dann liegt hier der Claptrap neben dem Busch, also hier. Wenn ihr den dann repariert habt, das Kit liegt übrigens nicht weit entfernt, liegt glaube ich nur auf deiner Seite. Dann wird euch offenbart, dass das ein Claptrap-Krieger ist und ja, der ruft natürlich so eine Kampagne, die müsst ihr besiegen. Dann geht diese Tür auf, da drinnen steht eine Kiste und ein Schalter und wenn ihr den Schalter betätigt, könnt ihr wieder hoch, davor könnt ihr nicht entfliehen. Ich hoffe, das hat euch geholfen, weitere 3 Inventarplätze zu bekommen und bis zum nächsten Mal, ciao.